Ich habe hier eine Solidaritätserklärung, die von uns und anderen gewerkschaftlichen Gruppen, zum Beispiel die Basisinitiative Solidarität in Wuppertal, der Blaue Montag in Hamburg und von LabourNet Deutschland verfasst worden ist und an die englischen Kollegen geschickt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben von eurem Streik in Großbritannien gehört. In den Zeitungen hier in Deutschland gibt es wenig Sympathie. Wir sind beeindruckt von der Vielzahl der Branchen, die in den Ausstand getreten sind, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr auszuhalten sind, wie zum Beispiel in den Krankenhäusern, oder weil das Geld einfach nicht mehr ausreicht, um einen würdigen Lebensunterhalt zu sichern. Es ist bestimmt nicht einfach in dieser Zeit und in derzeitigen Bedingungen zu streiken. Und sicher gibt es nicht nur Zustimmung dafür. Wir können aber nicht zulassen, dass Krieg und Krisen auf unserem Rücken ausgetragen werden. Deshalb unterstützen wir auch eure Kämpfe gegen die Verschärfung des Streikrechts. Es kann nicht sein, dass der legalisierte Streikbruch durch Leiharbeit, Mindestbesetzung, Mindestdienstleistungen zusammen mit weiteren restriktiven Verschärfungen das demokratische Recht auf Streik noch weiter aushöhlen und den Effekt des notwendigen Streiks aufzuweichen. Sehr wichtig finden wir auch euren Kampf gegen die Privatisierung. Gesundheit und Soziales gehört in öffentliche Hand. Wir können es nicht den Konzernen, die nur Profit machen wollen, in den Rachen werfen. Viele dieser Probleme haben wir auch in Deutschland, ohne dass der Druck hier groß genug ist, Politiker und Investoren zu überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen. Wir senden unsere solidarischen Grüße und bewundern euch für eure Entschlossenheit und wünschen euch viel Kraft und Unterstützung für euer Vorhaben.